Hallo, hier ist Mike von der Firma Automobiles in Ilze und ich habe mal wieder einen neuen Tipp für euch. Heute sprechen wir zum Thema Gasumrüstung. Mike, Dieselskandal, Fahrverbote und so weiter, wie sieht denn das mit Gas aus? Die Gasfahrzeuge haben natürlich kein Fahrverbot, die sind wesentlich sauberer wie Dieselfahrzeuge. Wir haben bei Gasfahrzeugen eine Schadstoffreduzierung von gut 90% gegenüber dem Diesel und dem Benziner. Und das macht es eigentlich umweltfreundlicher, wesentlich umweltfreundlicher. Ne? Dann kommt ja noch dazu, habe ich gelernt, dass Gas auch, was die Kosten anbelangt, günstiger ist. Jawohl, beim Autogas tanken wir für gut die Hälfte momentan. Wenn man den Kraftstoffpreis sieht, ob das Diesel oder Benzin ist oder super gegenüber Gas, das ist unter der Hälfte. Und deswegen kann man da eigentlich sehr günstig mitfahren. Wenn ich mein Fahrzeug auf Gas umrüsten lasse, gibt es so eine Faustregel, wie lange dauert das, bis sich das rechnet? Na klar, wir haben so eine Zeit von ca. 20.000 bis 30.000 Kilometer. Und da weiß jeder, wie viel er fährt im Jahr. Das macht 2 oder vielleicht auch nur ein Jahr oder 1,5 Jahre sein. Dann hat sich das eigentlich gerechnet, je nach Fahrzeug. Das geht ja eigentlich ruckzuck. Ja, kein Problem. Wenn ich mal checken will, kommt das für mein Fahrzeug in Frage und wie und was, was mache ich dann? Einfach zu uns kommen, in die Firma, Fahrzeugschein mitbringen und wir checken, ob das Fahrzeug umrüstbar ist. Und dann kann es losgehen. Das war unser Tipp für heute und wir sehen uns bei Automobiles.